Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Unboxing. Maya ist unter euch, also schreckt euch nicht, falls ihr ein bisschen wackelt. Aber ich bin gerade erst heimgekommen und der nächste Adventskalender ist da, deswegen muss ich den natürlich auch gleich abfilmen und für euch online bringen. Habe auch den zweiten schon, den Rossmann Adventskalender, der wird aber morgen online kommen. Zuerst kommt der Koro Adventskalender online. Wundert euch nicht, falls ihr hinten was schreien hört, wir haben tatsächlich eine Nachbarin, die meint, dass sie den ganzen Tag rumschreien muss. Es ist schön. Deswegen, falls ihr was kreischen oder schreien hört, ich bin's nicht. Und ich habe auch keinen in den Keller versteckt. So, ich würde sagen, wir fangen an. Der durfte ja bis jetzt eigentlich fast jedes, also zumindest die letzten 2-3 Jahre, durfte er auf jeden Fall mit. Und jetzt auch wieder. Ich habe ihn bei Rossmann gekauft, da gab es ihn als erstes. Und ich würde sagen, wir fangen gleich an mit der Nummer 1. Ich muss sagen, die Zahlen, die sind dieses Mal nicht gleich zu lesen. Wo sind die 1? Hier. Ist auch noch dunkelblau. Nummer 1. Hier oben steht auf jeden Fall Better Different Classic. Als erstes haben wir einen Oat Bar. Der sieht ja lecker aus. Peanut Chocolate. Ich merke, dass alles sehr warm ist, weil mein Postbote hat es in die Sonne gestellt. Ja, wir hätten auch schattige Plätze vor dem Haus. So ist es nicht. Deswegen kann sein, dass der ein bisschen geschmolzen hier drin ist. Aber hört sich auf jeden Fall schon mal mega lecker an. Eine tolle 1. Und kenne ich auch noch nicht. Und wir haben es bis jetzt eigentlich fast jedes Mal geschafft, Sachen reinzutun, die ich noch nicht kenne. Dann haben wir die 2. Die 2 ist hier unten. Vielleicht ist hier wie abgebildet so eine Pistazienschnitte drin. Würde ich ja schon feiern. Also es ist zumindest was mit Zimt, das sehe ich schon. Und zwar hatten wir hier Cashewkerne mit Honig und Zimt. Die würde ich jetzt gleich gerne essen. Aber die bleiben noch zu. Ihr wisst es, ich mache meine Adventskalender zwar nochmal auf, weil ich bis dahin sowieso vergessen habe, was drin ist. Hammer. Hammer. Honig und Zimt. Und vor allem, das ist meistens nicht so viel Honig, dass ich es unangenehm finde, weil ich mag ja eigentlich keinen Honig. Und dann haben wir die 3. Die 3 ist... Maya, bitte lass die Lampe stehen. Ja, auf jetzt! Du machst die Lampe kaputt. Ja. Die 3 ist hier. Ich muss gucken müssen, weil sie sich gerade geschleckt hat und hat dabei fast die Lampe umgerissen. Hier haben wir, die sind bestimmt jetzt auch ein bisschen zerdetscht. Ich drücke lieber nicht drauf rum, und zwar die Nut Butter Cups Cashew Strawberry. Und die hören sich alle so lecker an. Transpiriere leider auch wieder ein bisschen, weil es echt heiß ist, 30 Grad. Und hier heizt sich sowieso auf mit dem Licht. Jetzt habe ich das Fenster eh offen, auch wenn die draußen rumschreit. Aber es ist trotzdem abartig. So, dann die 4. Also bis jetzt gefällt er mir. Die 4 ist hier was Längliches. Ich gedacht, es ist nichts drin, weil es nach oben gerichtet war. Hier haben wir einmal die Schokoshells mit Dattelzucker. Was auch immer Schokoshells sind. Sind es sowas wie diese Schokochips? Da gibt es auch das Müsli, die Cornflakes Schokochips. Die mag ich nämlich nicht so gerne. Aber kann man dann bestimmt gut aus Müsli essen, denke ich mal. Ja, ist dann was. Das werde ich meinem Mann geben. Oder vielleicht selber probieren. Also ich werde es aufmachen, gucken, ob es die sind. Und wenn es die sind, dann wird es mein Mann bekommen. So, dann die 5 ist wieder was Kleines. Hoffentlich wieder ein Riegel. Ich liebe Riegel. Sieht zumindest so aus. Ja, und zwar hatten wir hier einen veganen Proteinriegel. Schokolade Brownie. Die können ruhig auch nur Riegel reinpacken, weil ich habe so tolle Riegel. Ich sag's euch, er wird aber bestimmt auch zu laufen. Deswegen will ich das Zeug jetzt leider auch nicht zu viel anpacken, weil ich glaube, dass das meiste da drin gerade geschmolzen ist. Die 6. Das heißt, Nikolaus, es ist auch ein größeres Fach. Bin gespannt. Wir haben ein Gläschen. Oh, toll. Und zwar hatten wir hier einmal die Koro Crunchy Haselnusscreme mit Kakao. Also so einen Aufstrich von Koro hatten wir auch noch nicht drin. Das ist ja mega cool. Kann schon an Früchten tollen. Okay. Nuss-Nougat-Creme. Bin ich sehr gespannt, wie das schmeckt. Und ich hoffe, dass hier, das ist nämlich dieselbe Größe, auch so ein Gläschen drin ist. Ich liebe Gläschen. Dann haben wir die 7. Die 7 ist hier. Vielleicht ist hier so ein Blissball drin mit Füllung. Ich hoffe mal, dass das drin ist, was abgefüllt ist. Nein, aber wir haben tatsächlich die Pistazienschnitte. Da bin ich sehr froh drum. Ich liebe Pistazie. Koro Mario Götze Bio Pistazienschnitte mit 45% Pistazie. Hammer. Bin ich sehr froh, dass die auf jeden Fall noch drin ist. Da freue ich mich. Wie gesagt, ich liebe Pistazie. Und dann die 8. Die ist hier. Was haben wir denn hier? Koro. Hungry for more. Your next snack is waiting.
Minimum 79 Euro, Pre-Order. Ach, ein 10-Euro Gutschein, sehr schön. Den werde ich für mich behalten, weil da werde ich bestimmt einkaufen. Wir wollen nämlich unbedingt mal der Tofu, der war letztes Jahr drin war, ich glaube in der 24, der war so. Also sagen wir mal so, ich habe ihn nicht probieren können, weil mein Mann ihn gegessen hat und der fand den Hammer. Und der wird den unbedingt nachkaufen. Hier haben wir einen Bio-Haselnussriegel in Schokolade. Auch wieder meins. Wie gesagt, bei mir immer liebe Riegel. Und ich liebe Nüsse und ich liebe Schokolade. Deswegen kann man dann nichts falsch machen. Dann haben wir die 9. Die ist hier was Größeres wieder. Hier haben wir tatsächlich jetzt einen Bliss Ball drin. Hätten auch zwei reingepasst. Energy Ball mit Peanut Butter Jelly. Ich habe mich schon immer gefragt, wie Erdnussbutter zusammen mit Marmelade schmeckt. Weil das essen sie ja in Amerika immer, Peanut Butter und Jelly Toasts. Ich werde rausfinden mit dem Doppeldingens hier. Energy Ball. Coole Idee auf jeden Fall, coole Idee. Und ich meine, wenn die Amerikaner es mögen, dann wird es schon nicht so schlecht sein. Wahrscheinlich mega süß und fettig, aber nicht schlecht. Und dann haben wir die 10. Die ist gut versteckt in der Mitte, direkt auf dem Ball. Wir haben ja dieses Mal rausgefunden, es sind dieses Mal nicht die Sachen drin, die abgebildet sind. Hier haben wir, auch wieder Hammer, Nut Butter Cups Salted Pistachio. Also Pistazien Peanut Butter Cups, oh, der, wie toll ist das? Also nicht Peanut Butter, Butter Cups. Pistazien-Buttercups. Hammer. Die können von mir aus auch den ganzen Kalender mit Pistazien-Zeugs vollpacken. Wäre ich auch begeistert von. Dann hier, den Riegel will ich aber auch haben. Das sieht auch noch Pistazie aus. Gucken wir mal, ob er noch drin ist. Weil das finde ich schon doof, wenn außen was drauf ist, was dann innen nicht drin ist. Das finde ich doof. Hier haben wir einmal drin das Schokogranola Zartbitterschokolade, 4,5%. Ja, das wird auf jeden Fall dann für ein Müsli verwendet, können wir brauchen. Das ist jetzt das, was nichts so wahnsinnig Besonderes ist, muss man leider ehrlich sagen. Aber ich finde es trotzdem gut zum Testen zwischendurch. Und dann die 12. Die 12 ist hier in der Mitte was Kleines, wieder ein Riegel. Vielleicht mein Riegel. Nein, das ist er nicht, glaube ich. Hier haben wir eine biogeile Schnitte-Schokolade. Ist das dann nur Schokolade oder? Oh, die ist echt weich. Ach Mensch, das heißt, das Zeug wird dann auf jeden Fall, wenn ich es am Weihnachten aufmache, angelaufen sein. Aber naja, dann die 13. Also, ich kann euch empfehlen, wenn ihr den Kalender kauft, kauft ihn ein bisschen später. Wenn es kühl ist. Die 13 ist weit hinten versteckt auf jeden Fall. Hier haben wir einmal einen Energy Ball Salted Almond. Ich glaube, den kenne ich schon, bin mir aber nicht zu 100% sicher, weil es ist ja immer wieder so ein bisschen das Gleiche. Riegel, Blissballs, Nüsse und so weiter. Deswegen kann sein, dass der schon drin war, sein kann nicht sein. Ist jetzt an sich nichts Besonderes, aber trotzdem was, worüber ich mich freue. So, jetzt darf aber wieder ein Highlight hier drin sein, über das ich mich freue. 14. 14 ist hier oben. Mal wieder ein paar Nüsse oder Früchte. So, und zwar haben wir hier einmal Erdbeerscheiben gefriergetrocknet. Ja, nach der ganzen Schokolade kann auch mal was Fruchtiges drin sein. Bin ich auf jeden Fall auch dafür und Erdbeeren sind immer lecker. Das ist, glaube ich, auch das Einfachste, in so einen Kalender reinzupacken, weil Erdbeeren sind tatsächlich was, das mag jeder. Wäre komisch, wenn nicht. Dann die 15. Oh, vielleicht ein Glas. Ja. Und zwar haben wir hier drin ein weißes Mandelmus mit Mandeln, logischerweise. Da ist leider sehr viel Flüssigkeit drin, habe aber das Gefühl, dass das bei denen irgendwie fast normal ist. Ich wusste tatsächlich nicht, dass die Mandelmus auch haben, aber ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Ich habe bis jetzt ja nur den von Naughty Nuts das Mus probiert. Da hatte ich ja vorletztes Jahr einen Adventskalender. Letztes Jahr hatten sie keinen. Dieses Jahr hätten sie wieder einen. Ich bin noch am Überlegen, ob ich den kaufen soll. Würde euch interessieren? Sagt es mir auf jeden Fall. Und dann die 16. Where is the 16? Here is the 16. Gut, dass ich kleine Hände habe. Hier haben wir drin. Ach Mensch, und das ist der Riegel. Protein Bar Deluxe Pistachio Butter. Ich tue den gleich wieder rein, weil wie gesagt, ich will den nicht kaputt machen. Ach Mensch, das ärgert mich. Ich hätte den erst abkühlen lassen sollen, aber ich will den natürlich so schnell wie möglich für euch online bringen. Dann die 17, die ist hier. Ich nehme für euch zerdetschte Riegel in Kauf. Deswegen bleibt dran und guckt alle Adventskalender-Unboxings bis zum Ende mit Werbung. Nein, Schmarrn. ja. Hier haben wir die Pekanuskerne Junior Mammut. Die hatten wir tatsächlich schon drin. Da bin ich mir zu 100% sicher. Und die waren auch mega lecker, denn die habe ich auch schon gegessen. Da freue ich mich auf jeden Fall, dass die wieder drin sind. Und wieder ein paar Nüsse, finde ich sehr gut. Ist eine schöne Abwechslung dieses Mal, muss ich sagen. Und dann haben wir die 18. Die 18 ist...
Wo sind die 18? Hier oben, ganz oben. Beim Stern. Und hier haben wir drin, ja, wieder ein Cookie. Hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch. Das war aber ein anderer Cookie. Ich glaube, da war es ein Macadamia-Cookie, wenn ich mich nicht alles täusche. Hier ist dieses Mal der Salted Caramel-Cookie drin. Salted Caramel geht immer. Sogar der, nein, geht tatsächlich. Aber er ist auch ein bisschen, ja, ein bisschen weich. Cookie, sehr geil. Und dann die 19. Die ist hier unten. Wieder was Größeres. Das sieht wieder nach Früchten aus. Leider etwas, was ich... Oh, aber doch in Schokolade finde ich es wieder gut. Und zwar gefriergetrocknete Himbeeren in Zartbitterschokolade. Die werden jetzt wahrscheinlich auch sehr weich sein. Es fühlt sich zumindest... Oh, die sind aber knusprig. Ich habe jetzt eine Himbeere zerdrückt, glaube ich. Nein, da freue ich mich sehr darüber. Ich mag zwar keine Himbeere, aber in Schokolade... Dann die saure Himbeere drin. Das finde ich dann tatsächlich schon gut. Ja, dann 20. Wir kommen dem Ende näher. Leider. Hier ist die 20 wieder was Längliches. Und hier ist drin ein Riegel. Und zwar ein Proteinbar Raspberry. Auch wieder mit Schokolade. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall essen. Wenn jetzt nur Himbeere drin wäre, dann wäre es doof. Aber mit Schokolade geht es auf jeden Fall. Das ist mir jetzt zu viel Himbeer hintereinander, muss ich sagen. Obwohl, vorhin hat man Pistazie auch ein bisschen hintereinander. Hätte man vielleicht besser mischen können. Und dann die 21. Die ist hier unten gleich. Das sieht nochmal nach Cashew aus. Nochmal Cashewkerne. Und zwar dieses Mal mit Oliven und Rosmarin. Finde ich nicht schlimm auf jeden Fall, weil ich liebe Cashewkerne. Wäre vielleicht schöner gewesen, noch eine andere Nuss drin zu haben. Wir haben jetzt, was hatten wir drin? Nein, Paranüsse waren es nicht. Wie heißen sie nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Die anderen Nüsse auf jeden Fall. Einmal Cashews und vielleicht Walnüsse oder Haselnüsse oder irgendwie so. Wäre auch noch cool gewesen. Oder Mandeln. So ein bisschen Variation drin. Obwohl man sagen muss, die anderen waren süß, die sind jetzt salzig. Also herzhaft ist es trotzdem wieder eine Abwechslung mit dabei. Und dann die 22, die ist auch auf dieser Seite. Alles auf dieser Seite hier am Schluss. Hier haben wir noch einen Gutschein. Hungry for More Pre-Order 10% Gutschein. Ah ja, das ist ein 10% Gutschein und der ist tatsächlich nicht schlecht, weil 10% kriegt man bei Koro, finde ich, selten. Und hier haben wir drin Dark Chocolate Bites mit Raspberry und ich glaube, dass der Marzipan noch mit dabei ist. Ja, wieder Himbeere kann man jetzt sehen, wie man will. Wie gesagt, Schokolade dabei, deswegen finde ich es nicht so schlimm. Aber sie hätten es besser verteilen können, das muss man sagen. Und dann die 23. Vielleicht haben sie sich ja auch gedacht, jetzt packen wir alles so ein bisschen zusammen. Erst Pistazien, dann Himbeeren. Ich weiß es nicht. Ich habe ja den Adventskalender nicht gestaltet. So, hier haben wir drin Schokopitz. Das ist dann mein Müsli. Ich liebe Schokopitz. Die muss ich mir unbedingt mal wieder kaufen. Mit 30% Kakaofüllung, da freue ich mich sehr darüber. Das ist mein Müsli. Das ist, und die kann ich tatsächlich auch so essen. Da kann ich mich auch so einfach auf die Couch sitzen und snacken. Eine schöne 23 auf jeden Fall. Und jetzt bin ich mega gespannt auf die 24. Es sieht aber auch nach einem Gläschen aus. Oder einem Glas vielleicht. Ich hoffe, es ist ein Glas in der 24. Ja, es ist ein Glas. Und zwar haben wir dieses Mal hier drin... Das finde ich in der 24 wirklich, wirklich, wirklich Hammer. Wirklich Hammer. Wir haben hier ein Pistazienmus drin. Und zwar 100 Gramm sind das. Man weiß ja, Pistazien sind jetzt nicht so wahnsinnig billig. Und Pistazienmus ist auch wahnsinnig, wahnsinnig teuer. Und ich habe auch gehofft, dass ich im Ahead Adventskalender ein Pistazienmus drin habe. Weil da gibt es ja auch eins. Der kommt auch noch online. Deswegen, ja! Da freue ich mich wirklich sehr darüber. Oh, toll. Das ist wirklich eine schöne 24. Ja, und das war es tatsächlich mit dem Kalender. Das waren alle Produkte. Was sage ich zum Adventskalender? Es tut mir leid, aber ich bin von Koro einfach begeistert. Ich weiß, dass es wirklich teuer ist. Es ist auch ein teurer Adventskalender, aber zumindest die Sachen, die ich bisher probiert habe, waren wirklich, wirklich, wirklich lecker und kann ich zu 100% weiterempfehlen. Ich hatte bis jetzt noch nichts, was mir nicht geschmeckt hat. Und es waren wirklich, es ist eine tolle Mischung. Wir haben Nüsse, wir haben Cerealien drin, wir haben einiges an Riegeln, wir haben Bliss Balls. Es ist eine schöne Mischung. Wie gesagt, die Geschmackssorten hätte ich vielleicht ein bisschen gemischt, dass nicht alles mit Himbeere auf einmal ist und alles mit Pistazie auf einmal. Aber das ist wirklich... Also jammern auf hohem Niveau, wie ich immer so gern sage. Deswegen von mir gibt es trotzdem den fetten Daumen nach oben. Ich liebe Koro und ich kann den Adventskalender auf jeden Fall weiterempfehlen. Bisher war er wirklich immer mega und ich finde den, ich freue mich so auf die Sachen und ich hoffe, dass die echt noch einigermaßen gut sind.
Ja, der Kalender ist natürlich unten verlinkt. Ich werde euch auch oben die ganzen Adventskalender verlinken. Ich weiß nicht, wo hier die Infobox ist. Auf dem Sofa habe ich es noch gewusst, komischerweise. Ich glaube, hier oben. Hier oben. Weil da war es immer auf dieser Seite. Genau. Werde ich die Adventskalender-Playlist verlinken für 2024. Ich verlinke auch die von 2023, falls euch das noch interessiert. Und ein paar Adventskalender-Unboxings. Es sind schon der Isan-Adventskalender online, die Awesome Beauty-Adventskalender, die zwei, die mir übrigens gerade dazu dienen, den Kalender ein bisschen anzuheben. Die liegen hier unten. Und der Sean Lennon-Adventskalender und der Gips-Adventskalender. Bisher bin ich eigentlich ziemlich begeistert. Ich werde jetzt noch den Isan-Adventskalender aufnehmen. Der kommt morgen, wie gesagt, online. Und ja, seid auf jeden Fall auf die nächste Zeit gespannt. Am besten abonnieren und verpasst ihr nichts. Ja, und dann würde ich sagen, war's das mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da. Welcher Adventskalender würde euch noch interessieren? Würde mich mega interessieren. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren, vor allem, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Es sind auf jeden Fall noch Gewinnspiele geplant. Ich weiß nur noch nicht, wie und wo und wann. Aber ich habe schon ein paar Sachen zum Verlosen da, so ist es nicht. Hatte nur noch keine Zeit, darüber nachzudenken, weil ich jetzt sehr viel arbeiten musste, Bachelorarbeit und so weiter. Und da brauche ich mal ein ruhiges Wochenende, darüber nachzudenken. Das wird auf jeden Fall nicht dieses Wochenende sein, weil ich am Sonntag arbeite. Tja, aber kommt auf jeden Fall noch. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen beim Isana Adventskalender. Bis dann. Tschüss.